Ja, hallo, mein Name ist Thomas Krenke und ich bin Pressesprecher der Lanxess Arena. Und wir haben hier schon alles vorbereitet. Chefsache, alles vorbereitet? Also ihr habt Informationen gebracht, ihr habt Reporter besorgt, die Kamera aufgebaut? Ne, wir haben Lose gegeben. Das musst du alleine machen. Nee, der Chef kommt jetzt und ich muss was machen. Selbstverständlich, so läuft der Hase. Ihr seid Medienfirma und so. Ich dachte, jetzt kommen hier 1000 Kameraleute und so. Veranstaltungsbranche, da macht man alles selbst. Veranstaltungsbranche, da macht man alles selbst. Also, ein anderer Chef muss mit dem reden. Alles alleine machen, alles selber machen, selber machen. Chefsache, selber machen, selber machen. Oh Mann. So, da bin ich wieder ganz, ganz oben mit Herr Löcher. In der Köln Arena, so habe ich die immer noch genannt. Das heißt jetzt anders, das heißt jetzt wahrscheinlich ganz anders, aber wie ihr wisst, ich weiß wieder gar nichts und weiß von überhaupt nichts, deshalb muss ich jetzt zum Chef gehen und ihn mal fragen. Herr Löcher, guten Tag. Guten Morgen, herzlich willkommen. Lanxess Arena heißen wir mittlerweile, schon seit 2008. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, die Lanxess Arena. Wir sind in der Lanxess Arena am höchsten Punkt Kölns. Ja, am höchsten Punkt. Also der Böse sitzt schon verdammt hoch in seinem Messeturm, aber wir sitzen hier schon sehr, sehr hoch und oben der Bogen, da können wir gerne auch mal hochgehen oder aufs Dach. Das ist schon extrem hoch, da hat man einen traumhaften Blick über ganz Köln und die Arena liegt ja auch rechtsrheinig sowieso sehr, sehr schön. Und das genießt man so als Chef, geht man da mal hoch und guckt mal da runter und sagt so. Also ich muss jetzt zugeben, ich arbeite seit 15 Jahren hier und ich bin erst vor einem Jahr aufs Dach gegangen wegen einem Interview und seitdem gehe ich sehr oft da hoch, weil das ist wirklich traumhaft. Glaube ich, dann kann man ein bisschen Luft schnappen, ne? So nennt man das in Köln, oder? Genau, dann denken alle, man arbeitet, aber in echt liegt man dann da oben auf dem Dach, genauso. Ansonsten zur Köln Arena, hier findet ja ziemlich viel statt. Ne? Ich war das selber das letzte Mal hier, das ist schon länger her, das war mit Mariah Carey. Da habe ich Mariah Carey hier gesehen, aber so in der Größenordnung gibt es hier auch Leute. Oh, Mariah Carey ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Das Schöne bei der Arena ist, wir haben einen unglaublichen Querschnitt an Veranstaltungen. Wir haben Firmenveranstaltungen, wir haben sehr viel Sportveranstaltungen. Unser Home-Team, Eishockey, letztes Jahr wieder fast Meister geworden. In der nächsten Saison gelingt es wahrscheinlich. Unglaublich viele Konzerte, wir machen viele Eigenveranstaltungen. Karneval nicht zu vergessen, 13 Mal lachende Köln Arena, nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Also es passiert hier viel. Und das Schöne ist, das ist natürlich auch für Köln wichtig. Wir haben immerhin jährlich 1,5 bis 1,8 Millionen Besucher und gehören so weltweit zu den bestbesuchten Arenen. Und ja, ich denke mal, das ist schon für Köln eine Hausnummer und die Arena wird extrem gut angenommen und das macht natürlich Spaß. Ja? 1,6 Millionen, ich bin natürlich nur wieder ans Geld am Denken, das sind mal 60 im Durchschnitt durch Eintrittskarte, 40 sind 14,18 und was, durch minus Steuern sind an die 180 Millionen Euro Umsatz. Sie können schnell rechnen, das Schöne wäre, wenn das alles bei uns hängen bleiben würde, ja, aber da gibt es ja noch ein paar Künstler, die wollen auch ein bisschen Geld, ein paar Sportler, nein, aber im Ernst, wir haben viele, viele Jahre Verluste geschrieben, wir sind ja hundertprozentig privatwirtschaftlich organisiert, was im Arenengeschäft eigentlich sehr selten ist, weil die meisten anderen Arenen sind städtisch subventioniert, werden sehr stark gefördert. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir machen das wirklich aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb und sind so sehr erfolgreich und schaffen es die letzten Jahre auch, keine Verluste mehr zu schreiben, sondern in die positiven Zahlen zu kommen. Und das ist natürlich nochmal ein Effekt, nicht nur die eine der bestbesuchten Arenen zu sein, sondern auch, dass dann irgendwann die wirtschaftliche Konsolidierung gelingt. Das rundet das Ganze natürlich noch mal mehr ab. Ich kenne Firmen, in denen gibt es Teilbereiche, die habe ich unter Kontrolle, ne, wenn ich angestellt bin. Es gibt einen anderen Teilbereich, aber als Chef habe ich es hundertprozentig im Griff. Ne, und das ist halt die Frage, wie sich das anfühlt, wirklich über das Ganze drüber zu gucken, ja, und das festzuhalten über 15 Jahre. Also ich glaube, die Herausforderung ist, dass man es schafft, den Gesamtüberblick zu behalten, aber trotzdem operativ tief drin zu sein. Also ich glaube, mein Markenzeichen, wenn ich das so sagen darf, ist, dass ich versuche, stetig operativ tief drin zu sein. Also das heißt nicht, den Mitarbeitern keine Verantwortung zu geben, im Gegenteil, aber trotzdem immer im engen Dialog und Austausch zu sein. Und ich mache den Job jetzt auch seit 15 Jahren, da muss man auch ein bisschen verrückt für sein oder sehr, sehr viel Herzblut dafür haben und das habe ich. Und ich stelle mir natürlich öfters die Frage, machst du das noch gerne? Und ich merke immer wieder, wie ich morgens hier gerne hinfahre, das ist ein gutes Zeichen. Natürlich ist auch oft negativer Stress dabei, ja, aber wir haben auch viele intensive Zeiten hier erlebt. Ich bin mit 29 Jahren damals hier Geschäftsführer geworden, habe natürlich relativ jung dann auch viel Verantwortung übernommen. Aber wichtig ist, glaube ich, wie gesagt, in so einem Laden, ich bin Dienstleister. Im Endeffekt bin ich Dienstleister für die Gäste,
auch insbesondere für die Veranstalter. Das heißt, sie rufen mich auch abends an, geht es um Parkplatz oder was auch immer, aber geht auch vielleicht um eine große Veranstaltung. Und man muss sich, glaube ich, als, ich nenne mich gar nicht so gerne Chef, sondern ich führe diese Arena mit meinem Team, mit dem Team der Arena. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich als Dienstleister versteht, nicht hier so als der tolle hier Arena-Vermieter oder was auch immer. Im Gegenteil. Aber den hört man jetzt aber doch schon raus, ne? Muss es erwähnen. Ja, nein. Wir müssen ja darum kämpfen, Veranstaltungen zu bekommen. Ich kann mich ja niemals so hinstellen oder so zurücklehnen nach dem Motto, ach, die kommen ja sowieso all hier hin. Das ist nicht so, ja. Das ist auf keinen Fall so, weil in Nordrhein-Westfalen sind viele Arenen, ist viel Konkurrenz und du musst stetig am Markt sein. Und im Endeffekt zeichnet sich eins immer wieder aus, das habe ich über die Jahre gelernt. Wenn du ordentlich, sehr professionell mit den anderen Partnern umgehst, über viele, viele Jahre, kannst du mit den Partnern auch mal etwas bewegen, wo die normalerweise vielleicht sagen würden, nein, mach mal auf keinen Fall oder funktioniert nicht. Ja? Und das bestätigt sich immer wieder. Und so musst du einfach auch am Markt ja graben, akquirieren und musst aber letztendlich natürlich durch deine Leistung hier vor Ort überzeugen. Weil das bringt ja nichts, ja, wenn du hier akquirierst und dann kommen die nachher hin und dann funktionieren 50 Sachen nicht. Ja? Und so musst du einfach, und das Wichtigste am Ende ist natürlich, der Veranstalter muss zufrieden sein, aber noch viel, viel wichtiger ist, der Gast. Wir sagen immer, anstatt Kunde sagen wir Gast. Und das ist der Gast, der hier hinkommt, nach Hause fährt und sagt, das war ein toller Event. Toller Event. Ich weiß, dass hier viele tolle Events stattfinden und deshalb komme ich auch direkt zur nächsten Frage. Ein Gewinn oder ein Verlust für Köln? Sind wir wieder in der Gewinnzone? Haben wir auch alle was davon in Köln? Eine schöne Sache haben wir auf jeden Fall, die Köln Arena. Ne? So kann man in Köln, hat man von außen das Gefühl, hier kommen Stars weltweit. Ne? Die kommen auch in den richtigen Rahmen. Wir brauchen nicht mehr nach Dortmund fahren, nicht mehr nach... Wir kommen zur Köln Arena, da sind sie alle da. Ja, aber die Jugendlichen, die auch gerade heute hier sind, wir sind ja hier im Rahmen dieser Videokonferenz, ne, wo wir nachher nochmal drüber sprechen hier, und die würden ja sagen, bei euch läuft oder bei euch läuft nicht? Also Köln Arena, was würden Sie den Jugendlichen antworten? Läuft? Läuft nicht. Es läuft ohne Ende, ja. Wir sind ein Multiplikator, wir sind auch, vor allen Dingen sind wir auch ein Markenzeichen national und international für Köln. Ja, wir führen ja hier Eishockey-Weltmeisterschaften durch, wir haben damals Handball-Weltmeisterschaft, also internationale Events, wo wirklich mehrere hundert Millionen Zuschauer am Bildschirm auf Köln blicken und die wissen, das ist in der Köln Arena, in der Längstes Arena. Ja. Aber was ich auch immer betone, die Arena ist ja auch Kultur. Also viele verbinden ja mit Kultur Oper oder sonstige Sachen. Das ist auch Kultur, aber die Arena steht für Kultur. Wir haben hier heute Video Day, steht auch für Kultur. Ja. Wir haben Events, wir haben Lesungen, wir haben Sport, das ist, kann man alles subsumieren unter Kultur, und im Endeffekt schaffen wir ohne Ende Arbeitsplätze für Köln. Eine riesen Umsatzrendite für Köln, wir zahlen Steuern, also im Endeffekt bringen wir nur positive Effekte nach Köln, und Arbeitsplätze alles, aber natürlich muss man da trotzdem auch so sehen, man muss zusammenspielen im Team, auch mit Köln, ja, alles was in Köln vorankommt, tut uns wieder gut, wenn Messe vorankommt, befruchtet sich also irgendwo alles gegenseitig, weil im Endeffekt jeder, der erfolgreich ist, bringt auch Erfolg für die anderen in der Regel. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu, das ist ja Chefsache und die Menschen schalten das wahrscheinlich ein und gucken sich das auch ganz genau an, weil sie Chef werden wollen, ne? Oder Chef sehen möchten und es satt haben, der anderen vom Chef was zu hören, was sie nicht beeinflussen können. Ne? Die Sache ist so, sie waren 29 Jahre, das merkt man auch. Ich habe gestern recherchiert und gedacht so, ja, nicht, dass jetzt die anderen alt aussehen in Köln, ne? Die Bosse, sagen wir so. Aber ich dachte so ein bisschen, ach, doch noch jung, ne? Für diese Position selber, ne? Relativ jung, also sieht jugendlich aus für diese Position. Mit 29 Jahren haben sie das angefangen, was ich mir kaum vorstellen kann. Denn mit 29 Jahren wusste ich leider noch nicht, was ich werden wollte. Ich brauchte noch 10 Jahre mehr, so ungefähr. Aber sie hat mit 29 Jahren hier angefangen, ganz jung. Ne? Und die Frage ist wirklich, wie kommen sie dahin mit 29 Jahren? Ne? Also, wenn ich noch mal lebe, dann möchte ich auch mit 29 Jahren Chef der Köln Arena werden. Ob man das immer so will, es ist alles gut. Ich beklage mich auf gar keinen Fall. Aber ob das jetzt immer so erstrebenswert ist, sei dahingestellt. Ich wollte komischerweise immer sehr, sehr schnell arbeiten. Ich habe nach dem Abi wusste ich überhaupt nicht, was ich mache. Ja, ich wollte Jura, Architektur, Geheimdienst, alles, was es gibt. Ja, aber im Endeffekt habe ich dann doch das gemacht, was viele machen, Betriebswirtschaftslehre studiert, relativ schnell an der Uni Köln in 7 Semestern. Wie gesagt, das zeigt auch, ich wollte irgendwie schnell arbeiten. Ich habe trotzdem die Studienzeit sehr genossen und habe dann bei einer großen Wirtschaftsprüfungsbereitungsgesellschaft angefangen, habe da 5 Jahre gearbeitet, habe unglaublich viel gelernt. Ohne diese Vorstufe hätte ich das ja auch niemals machen können, ja, weil ich habe in dieser Zeit
kleine, mittelgroße und große Konzerne kennengelernt und konnte das dann hier alles anwenden und hatte schon längst bei einer anderen Firma unterschrieben und habe dann gesagt, auch hier machst du das Vorstellungsgespräch bei der Arena, bei jedem Vorstellungsgespräch lernst du noch was dazu und habe mich dann hierfür letztendlich dann doch entschieden und habe es nicht bereut. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass sie die Materie gelernt haben und rausgefunden haben, okay, da gibt es auch eine Kölner Arena, gibt es auch das. Ich könnte auch das organisieren und ja, oder kriege ich einen Führungsposten in dem, ne, in dem Ganzen, weil ich genau weiß, selbst weiß, da sind wir wieder beim Chef, selbst weiß, ne, wie ich es mache. Oder war das, oder sehe ich das falsch? Also im Endeffekt, das war auf keinen Fall ein Verteilposten, der zugeordnet worden ist, wie teilweise politische Posten. Ich kann mit völliger Überzeugung sagen, den habe ich ausschließlich durch Leistungen bekommen. Nichtsdestotrotz gehört natürlich da auch viel Glück immer dazu. Ja, das darf man jetzt nicht verkennen. Wenn jetzt gerade die Position nicht frei geworden wäre oder hätte es auch noch 10 oder 15 oder hätte auch nie dazu kommen können, das gehört immer dazu, ja, eine Portion Glück und das weiß man auch zu schätzen. Aber wie gesagt, im Endeffekt musst du ausschließlich durch deine eigene Leistung und durch deinen Einsatz dann letztendlich das A bekommen und dann aber auch natürlich diese Stelle ja bewusst sein und dann auch halten, ja, auch rechtfertigen gegenüber deinen Gesellschaftern. Und ja, ich glaube, das ist mir gelungen, aber natürlich nichtsdestotrotz ist man mit 29 Jahren auch in vielen Bereichen noch unerfahren, auch wenn ich vorher 5 Jahre bei einer großen Beratungsfirma gearbeitet habe. Ich habe in den 15 Jahren unglaublich viel gelernt, ich habe auch viele Fehler gemacht, aber die Fehler musst du auch machen, damit du sie nicht wieder machst und auch viele extreme Erfahrungen gemacht. Und so bildet sich das ja über die Jahre. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass man auch so jung natürlich Geschäftsführer sein kann. Man muss eigentlich dann noch mehr Energie aufwenden, um quasi das zu erfüllen, was vielleicht jemand erfüllt, der noch mehr Erfahrung hat. Gut. Die Frage ist nur, nach dem Gespräch werde ich ja Chef, ne, der Lennox Arena. Oh, ist ja klar, Sie übergeben das Büro, das war ja klar, aber die letzte Frage ist dann noch, bevor ich jetzt in Ihr Büro gehe und Sie weiter Interviews führen, ne, mit Chefs, ja. Ne? Wie hält man sich so lange und was waren die schlimmsten Erfahrungen in den 15 Jahren? Also ich sehe gerade einen 29-jährigen Jungen, sage ich einfach mal, der in ein Riesenunternehmen kommt, der alte Vorsitzende hat und alten Vorstand und erfahrene Kölner hat, ne, die vor einem sitzen. Und wie hält man sich da 15 Jahre ja wirklich an dieser Position, ne, und kann beweisen, das schaffe ich? Ne, das ist das Einzige, was jetzt noch fragwürdig ist an der Geschichte. Starke Nerven. Ich glaube, man braucht sehr oft starke Nerven. Man braucht einen starken Willen, viel Energie. Und was ich zum Glück wieder seit einigen Jahren begonnen habe, das habe ich die ersten 10 Jahre gar nicht gemacht. Die ersten 10 Jahre habe ich unglaublich viel gearbeitet. Da hätte ich auch gar keine Familie haben können. Jetzt habe ich 2 kleine Kinder und das ist ein unglaublich schöner Ausgleich. Und ich schaffe es aber trotzdem 2-mal die Woche. Hier direkt neben der Arena ist ein Fitnesscenter. Da gehe ich aufs Laufband und während dem Laufband arbeite ich dann mit dem BlackBerry. Und aber das, ich habe schon gesehen, immer am Arbeiten, jetzt auch gerade am Telefonieren mitten im Interview und immer, das hört mich auf. Ne? Das ist so, ja, das ist dabei auch im Urlaub. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man nicht ersetzbar ist. Jeder ist ersetzbar. Ich kann morgen direkt ausgetauscht werden. Aber man ist einfach mit Herz und Seele dabei. Aber wie gesagt, man muss auch ein bisschen auf sich achten. Natürlich auch gesundheitlich, dass du fit bleibst und dass du musst ja langfristig durchhalten, kontinuierlich. Wir haben ja viele Extremsituationen. Wir haben ja hier manchmal Events, da bist du Tag und Nacht im Einsatz. Aber nichtsdestotrotz musst du ja am nächsten Tag wieder parat sein. Ja? Wir kommen ja oft morgens hin um 8 Uhr, halb 9 und dann geht der Event bis 23, 24 Uhr. Das heißt aber, am nächsten Morgen bist du ganz normal um 8:30 wieder auf der Matte. So, extreme Situation. Ich werde natürlich nie vergessen, dass im ersten Jahr, als ich hier angefangen habe, 1999 direkt eine Insolvenz eingetreten ist von unserem damaligen Mutterunternehmen Philipp Holzmann und das war natürlich schon extrem. Auf der anderen Seite war das für mich, Glück wäre jetzt hier das völlig falsche Wort, aber Ich muss was dazwischen fragen. Wie war die Situation vor 15 Jahren, als Sie angefangen haben, der Kölner Arena? Ich kenne die Kölner Arena nur, dass Mariah Carey auftritt und alles fertig ist. Wie war die Situation vor 15 Jahren, als Sie den Posten angetreten haben? Die Arena war natürlich toll, weil sie den neuen Effekt hatte. Eine neue Arena hat natürlich unglaubliche Vorteile, weil die ersten 3-4 Jahre sind sozusagen Selbstläufer. Aber dieser Selbstläufer ist quasi völlig zerstört worden, dadurch, dass das Mutterunternehmen direkt mal eben nach einem Jahr komplett insolvent war. Ja? Und das hat mich unglaublich ins kalte Wasser geworfen, aber so gesehen auch positiv, weil ich mich extrem in alle Bereiche einarbeiten musste, weil wir schnell eine Lösung finden mussten. Und das Gute ist, die Insolvenz ist bei der Arena nie angekommen, es ist nie der Betrieb unterbrochen worden,
sondern wir haben es relativ schnell geschafft, oder ganz schnell sogar, neue Gesellschafter zu finden und sofort weiterzumachen, dass das Ganze so gar nicht nach außen gedrungen ist. Aber wir hatten hier auch schon eine Bombendrohung bei der Lachende Köln Arena. Wir mussten evakuieren, ja, mitten im Winter. 10.000 Menschen haben wir da mit der längsten Bolognese der Welt aus der Arena rausgeführt. Und die Bombendrohung war durchaus auch ernst zu nehmen, ja. Und wir hatten, das Eis ist geschmolzen. Wir hatten natürlich hier Extremsituationen, Public Viewing, 35.000 Menschen, ja, draußen, war die Wiese voll drinnen. Du musst natürlich immer aufpassen, dass auch bei einer Veranstaltung nichts passiert. Und so hast du schon immer einen gewissen Druck im Hinterkopf, dass du immer denkst, da darf nichts schief gehen. Und du denkst immer an tausend Sachen, zum Glück auch natürlich vorbereiten, wo du sagst, da musst du nochmal drauf gucken. Da spielt aber natürlich nachher auch viel Erfahrung eine Rolle. Ja, aber du kannst, was auch Extremsituationen sind, du bekommst oft Termine nicht hin. Das heißt, du musst Veranstaltungen absagen oder du gehst ins Risiko und weißt vorher nicht, schaffst du den Umbau von der einen Veranstaltung auf die andere. Und das, solche Situationen haben wir mannigfach. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das belastet einen auch persönlich extrem, weil das ist negativer Stress, den du mit nach Hause nimmst. Also wenn ich nach Hause fahre, kann ich zum Glück super ablassen und ablegen. Aber es gibt diese Themen, die du über Monate nicht gelöst bekommst, die du erst ganz am Ende zum Glück dann gelöst bekommst. Und zum Glück bekommst du dann irgendwann auch Zuversicht, dass du das immer wieder gelöst bekommst. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu selbstsicher wirst. Mhm. Weil irgendwann geht es dann mal schief. Ja, das ist also immer eine Gratwanderung. Aber da gehen wir, glaube ich, auch manchmal etwas extremere Wege als private Arena. Da sagt vielleicht mal eine anders geführte Arena eher so nach dem Motto, ja, dann haben wir den Event halt eben nicht. Aber wir versuchen natürlich schon immer, alles dann reinzunehmen. Aber das ist immer eine Gratwanderung. Okay, man hört also, es ist ein permanenter Druck, eine permanente Spannung eigentlich, die natürlich, meinen Sie, das endet auch irgendwann, haben Sie auch schon ein Ende in Sicht? Man sagt ja immer, wie sehen Sie Ihre Firma in 20 Jahren, aber wie sehen Sie sich denn so in sagen wir, 60 Jahren, ne? Das ist eine gute Frage. Wie sieht denn das aus? Zum Glück, oder? Besser gesagt, können Sie mir vielleicht damit beantworten, was Sie dann geschafft haben für die Köln Arena, wo Sie sagen können, ich ziehe mich zurück, ja, ich gehe. Was wäre so ein Punkt? Also zum einen, ich bin nicht der große Planer, das war ich nie. Also so nach dem Motto, in 3 Jahren will ich da sein oder da. Ich lasse eher auch so ein bisschen kommen. Ich versuche eher dann durch Leistung, war eher meine Erfahrung, kommt man automatisch meistens irgendwo hin. Und man muss natürlich ein bisschen natürlich die Augen offen halten. Ich mache den Job der Arena nach wie vor sehr, sehr gerne und ich stelle mir hier auch die nächsten Jahre definitiv vor. Wo will ich hin? Ich will eigentlich mit dem Team gemeinsam auch in der Arena noch viel bewegen und verändern und da geht es zum Beispiel auch darum, die Multifunktionalität der Arena noch zu erweitern durch Vorhangsysteme, dass wir wirklich für jegliche Art von Veranstaltung attraktiv sind. Wir wollen natürlich auch noch mehr große, vielleicht auch nochmal eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft in irgendeiner Sportart hier hinholen, aber im Endeffekt das wesentliche Ziel, also man ist jetzt eigentlich auch im Kopf schon im nächsten Jahr. Ja, dieses Jahr weiß man schon, das ist alles drin. Ja, man gestaltet schon jetzt komplett das nächste Jahr. Das größte Ziel eigentlich, was ich immer jedes Jahr habe, ist eine hohe Auslastung zu erreichen. Mit guten Events und die viele Gäste ansprechen. Hat man da Druck, zum Beispiel jetzt von der Stadt Köln, sage ich einfach mal, ne, diesen Umsatz zu erreichen? Stadt Köln. Nein. Sie müssen in dieser Köln Arena Erfolg haben. Von der Stadt Köln sowieso nicht, da ist ja nicht Gesellschafter. Zum einen macht man sich selber den Druck. Ja, und zum anderen macht der Gesellschafter natürlich indirekt Druck, weil du musst natürlich auch gewisse Zahlen liefern und du musst diese Zahlen liefern, damit du das Geld auch wieder investieren kannst. Es geht ja hier nicht bei der Arena hier primär darum, nur Gewinne, sondern im Endeffekt das Geld, was du verdienst, musst du ja wieder reinstecken. Das ist ja hier eine Wertimmobilie, ja, damit du auch den Standard hältst in Zukunft. So, und deshalb ist es ganz wichtig, dass du jetzt wieder überlegst, wir müssen das Jahr gut werden, damit wir das Geld wieder investieren können, damit wir auch die nächsten Jahre gut sind. Ja, und deshalb ist das, du bist natürlich sehr so in diesem Hamsterrad drin, aber das ist ja jeder im Endeffekt, ja. Egal, was er tut. Und Hamsterrad ist ein gutes Schlusswort. Ne? Ich habe mich doch entschlossen, jetzt doch bei der Wirtschaftswoche weiter Chefsache zu machen und Sie gehen zurück in Ihr Büro und regeln das. So ganz habe ich nicht verstanden. Aber ich weiß ja zum Beispiel, dass alle Manager davor sitzen und sich gerade was dabei denken, wie sie vielleicht ihren Posten oder andere Posten kriegen. Das war wunderbar. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg fürs Dankeschön. Weiterkommen. Dankeschön. Wie wir gerade gesehen haben, sehr so ziemlich alles, aber nicht von RTL.
Yeah. Ey Mann, ich hab keine Zeit für deine Hip-Hop, du Cat. Ich hab keine Zeit für deine Hip-Hop, du Cat. Ich hab keine Zeit für deine Hip-Hop, du Cat.